Freunde und Freunde, ich bin der Arsch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Moinsen, Freunde. Dennoch wieder für euch am Start. Haha, ihr mit neuem Video. Ich herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, auf meinem Channel vorbeizuschauen. Und heute gibt es mal ein Broly-Emblem als legendär Super Saiyajin für euch am Start, Freunde. Und ja, ich habe so einen noch nicht im Black Ops 3 Emblem Editor gesehen und deswegen habe ich mir gedacht, es passt einfach super, weil er ja auch von euch so oft schon gewünscht wurde. Also das ist so mit einer der Embleme, die mir so am meisten als Wunsch im Gedächtnis geblieben sind, Freunde. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, der muss jetzt einfach rausgehauen werden. Aber, Freunde, eigentlich wollte ich noch den Trafalgar Law von One Piece erstellen, also vor dem Broly. Ich habe jetzt irgendwie die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ich hatte, war, glaube ich, so im Broly-Fieber, Freunde. Und hab mir gedacht so, ach komm, dann scheiß drauf, dann haust du den jetzt einfach mal raus. Also für die One Piece Fans, Freunde, tut mir leid. Ja, wie gesagt, Asche über mein Haupt ist jetzt passiert, aber ja, ich wollte halt nicht warten. Und wenn ich so ein Emblem schon mal erstellt habe, dann will ich es eigentlich auch immer so relativ schnell online stellen, Freunde, weil ja, ich bin halt immer auf eure Kritiken gespannt und wie gesagt, ja, bin immer ganz heiß drauf, was ihr so davon haltet und deswegen, habe ich jetzt einfach mal die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ich muss jetzt mal gucken, vielleicht gibt es dann auch beim nächsten Mal zwei One-Piece-Embleme hintereinander und ja, so langsam wird es auch mal Zeit, dass ich ein bisschen was anderes mit reinhaue für euch, Freunde, weil da sind auch einige Wünsche noch offen, die ich noch erfüllen muss und ja, ist halt schon heftig. Also eigentlich müsste ich hier noch zwei Leute einstellen, die da mit mir Embleme erstellen, Freunde. Und das Ganze dann mit mir hier gestalten, weil irgendwie, ja, ich alleine, also ist schon eine Menge Arbeit mittlerweile geworden. Aber wie gesagt, macht mir immer noch riesigen Spaß und ja, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von meinem Broly als legendär Super Saiyajin am Schissel hier haltet, Freunde. Und ja, liken, kommentieren, nicht vergessen, Freunde, weil ja, ist halt für mich auch ganz wichtig, dass ich da so ein positives Feedback bekomme und hilft mir dann dabei, mich neu zu motivieren. Ihr wisst ja Bescheid, Freunde, ist das gleiche Gelaber wie beim letzten Video. Also teilen, liken, nicht vergessen und eure Kommentare unten in die Kommentare reinhauen. Ja, genau das sollt ihr tun. Und ja, macht wieder weitere Vorschläge, auch über andere Serien. Wie gesagt, haut alles raus, was euch so gerade in den Kopf kommt, was ihr euch so vorstellen könnt, Freunde. Und ja, demnächst gibt es jetzt auch wieder einen YouTuber-Raten. Ich habe wieder einen YouTuber erstellt und ja, lasst euch darauf auf jeden Fall auch nochmal überraschen und schaut da auch mal vorbei bei meinem YouTuber-Raten und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und der nächste wird auf jeden Fall der Trafalgar Law, weil, ja, der wäre jetzt eigentlich dran gewesen, Freunde. Auf jeden Fall, peace, ich bin raus, euer Deno, Stein liken, Labarababa nicht vergessen. Ciao.
We'll be right back.